Sieht ja heimelig aus hier. Ein schöner Garten. Die Templer müssen gewarnt werden. Jetzt. Hör gut zu. Auf diesem Schiff ist es gefährlich. Befolge meine Befehle und versteck dich in den Schatten. Du wirst fressen und wachsen. Verseuche das Schiff und töte jeden einzelnen Protoss an Bord. Was ist denn das für einer? Eine Larve. Parasitäre Infektion. Die Larve springt auf die Zielkreatur zu, verseucht sie und übernimmt die Kontrolle über die Einheit. Besorgen Sie Biomasse. Jetzt geh und erschaffe deine Brut. Miau, 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 miau. Wie so ein kleines Haustier. Oh. Liote. Ein Berserker. Setze parasitäre Infektion ein, um dich in dieser Kreatur zu verstecken. Was war das für ein Geräusch? Es war kein Geräusch. Okay, die Luft ist rein. Friss nun deinen Wirt. Verschlingt die Kreatur von innen heraus und erhält dabei Biomasse. 5 Stück. Das reicht aber noch nicht. Ein Protektor. Versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Wupp. Krass, wie klein die Larve ist, wenn man sieht, wie groß die anderen Einheiten hier sind. Sicher entdeckt. Priorität 1. Festgelegt. Alle anderen Prioritäten aufgehoben. Gratuliere. Oh oh. Der Protektor ist nicht doof. Lauf, meine Larve. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie. Riesen-Ursadon. Flop. Angriff. Anspringen. Die Zerg haben das Ursadon verseucht. Die Protoss glauben also, sie hätten nur ein paar verseuchte Tiere. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Offensichtlich haben sie das nicht, nein. Krass, wie stark das Vieh ist, aber gut 45 Schaden. Es ist an der Zeit, dass du zu einer Brutmutter heranwächst. Wow. Das war also ihr Ziel. Die Larve sollte zu einer Brutmutter werden. Finden Sie einen sicheren Ort. Ah, hier in so einem Schacht oder was? Hier können wir in Ruhe unsere Brut heranwachsen lassen. Warte hier. In diesem Bereich bist du vor neugierigen Blicken sicher. Entwickle dich. Wachse. Wachsen, zu Brutmutter morphen. Eine Brutmutter kann Zerklinge erschaffen und ihren Angriffen Biomasse einsammeln. Cool. Niadra. Für den Schwarm. Eine ganz neue Brutmutter. Vernichten Sie die Protoss, 128 verbleibend. Niadra muss überleben. Niadra. Dies ist deine Bestimmung. Erschaffe eine Brut und vernichte die Protoss. Oh, wir können noch weiter wachsen. Sie alle. Und wir können Zerklinge erschaffen. Ich lebe, um zu dienen. Gültiger Befehl. Sehr cool. Jetzt werden wir das erstmal zerstören. Ohne, töte diese Kreaturen. Ich kann ihre Biomasse verschlingen und unsere Brut damit vergrößern. Die Zerg haben unser Schiff infiltriert. Krieger, zerstört sie. Es ist zu spät. Es ist zu spät, meine Freunde. Für den Schwarm. Gebt mir die Biomasse. Die Jagd geht weiter. Ich muss wachsen. Nochmal 10 Biomasse dazu. Bumm. 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 Nochmal 15. Bei 150 können wir das nächste Mal wachsen und dann werden wir wahrscheinlich neue Fähigkeiten bekommen oder können neue Einheiten erschaffen oder mehr. Es ist ein sehr cooles Konzept, solche Missionen, und das passt zu den Zerg natürlich perfekt. So, da haben wir nochmal 5 Biomasse bekommen. Jetzt haben wir insgesamt 90. Ich hole mir mal ein paar neue
Zerklinge. Jetzt gehen wir erstmal in diesen Gang hier. Können wir nicht lang. Aber in dem da vorne. Ohne Frage. Dieses durchbrecht ihre Verteidigung. Nichts hält den Schwarm auf. Und abgeschaltet. Da bringt dir die andere Photonenkanone jetzt auch nichts mehr. Dieser Lüftungsschacht ist unser einziger Weg. Los! Brennen. Aber es ist schon erstaunlich, wie wenig Krieger hier einfach an Bord sind. Hier geht es auch nicht weiter. Lüftungsschacht zerstören und weiter geht's. Ohne Frage. Ja, da kommen aber auch nur die Zerklinge durch. Da, diese Konstruktion versorgt den Schild mit Energie. Dann zerstören wir sie. Der Schild versperrt mir nicht mehr den Weg. Rücken wir vor. Sehr schön. Starke Energie dringt aus diesem Teil des Schiffes. Was hat es damit auf sich? Warp-Antrieb. Der muss natürlich auch fallen. So, erstmal holen wir uns jetzt diese große Essenz und die anderen hier. Und dann sind wir fast an den 150 dran. Dieses Schiff wird brennen. Entschuldigung. So, jetzt sind wir bei 135. Sehr gut. Zerklinge in den Lüftungsschacht. Wir brauchen den Warp-Antrieb. Wir müssen ihn zerstören. Die Energie ist überwältigend. Du hast den Warp-Antrieb gefunden. Zerstöre ihn und ihr Schiff wird Chakuras niemals erreichen. Der Schild ist unten. Ich werde den Warp-Antrieb zerstören. Oh, wie ich gerade sehe, kann sie sogar... Ah, sie kann es alleine. Führe meine Brust. Unsere Zeit ist gekommen. Wir gehorchen. Oh. Warnung. Der Warp-Antrieb wurde beschädigt. Sofort evakuieren. Haltet sie auf. Die Zerg dürfen die Stasiskammer nicht erreichen. Ihr werdet den Schwarm nicht aufhalten. Ach, sie wollen, dass wir hier nicht reinkommen. Verstehe. Kommen wir aber. Spätestens jetzt. Die Explosionen haben aufgehört. Warte. In der nächsten Kammer geht etwas vor sich. Notfall. Energieausfall festgestellt. Erwecke Protoss-Krieger aus Stasis. Oh, wir müssen uns beeilen. Vielleicht können wir sie dann noch erledigen, unsere bevor sie Zeit aufwachen. Ist gekommen. Führe meine Brut. Wobei, das scheint nicht zu funktionieren, aber was soll's. Wir brauchen mehr Biomasse. Es ist an der Zeit, dass du dich weiterentwickelst und deine Kontrolle über die Brut ausweitest, Niadra. Sehr schön. Dann wachsen wir nun. Biomasse konsumieren, um die Brutmutter wachsen zu lassen. Dadurch kann sie mehr Untergebene kontrollieren und Schaben erschaffen. Sehr schön. Wird sie dann noch größer? Ja, und jetzt zoome ich ein bisschen raus, damit es nicht allzu groß ist. 225 Leben. Mehr Panzerung, glaube ich. Und wir können Schaben erschaffen. Und dann mache ich jetzt erstmal 3. Und wir können noch weiter wachsen, da brauchen wir aber wieder 150 Biomasse. Vernichtet die Exemplare. Ihr dürft den Zerg nicht erlauben, sie zu assimilieren. Tötet ihre Krieger. Okay, das ist eine große Kammer. Ohne Frage. Biomasse. Einverleiben. Angriff. Da haben wir eine Schabe dazu gekriegt. Ja, meine Königin. Wir gehorchen.
Da ist ein Hoher Templar, der muss sofort sterben. Genau aus diesem Grund muss er sofort sterben. So, wir brauchen jetzt mal ein paar Zerklinge wieder dazu. Wir sind schon wieder bei 95 Biomasse. Es sind immer noch 89 Protoss. Oh nein. Hier sind starke Einheiten. Eliminiert den Archon. Das könnte schwierig werden. Wir brauchen Zerglinge. Okay, wir haben ein bisschen Verschnaufspause hier. Die sind nämlich weitaus schwächer. Zerstört die Protoss-Krieger. Das sind auch die letzten in diesem Raum. Sehr gut. Und wir werden noch weiter wachsen. Unglaublich, wie mächtig Niadra wird. Und unglaublich, dass sich nicht jeder Zerg derart weiterentwickeln kann, indem er einfach nur Biomasse sammelt. Du musst dich weiterentwickeln und stärker werden. Die letzte Schlacht steht bevor. Das tut sie und deswegen wachsen wir. Dadurch kann sie mehr Untergebene kontrollieren und Hydralisken erschaffen. Noch größer. 275 Lebenspunkte. Sieht mittlerweile auch sehr cool aus. So, Hydralisken erschaffen. Jetzt haben wir schon eine ganz gute Brut hier. Kommt auf jeden Fall ordentlich was zusammen. So. Lüftungsschacht zerstören. Sie dürfen das Orsadon nicht töten. Ja, meine Königin. Eins haben sie getötet. Das Orsadon gehört mir. Komm, Bestie. Es gilt, Protoss zu vernichten. Ja, ich frage mich zwar, was ich mit der ganzen restlichen Biomasse jetzt soll, denn offenbar können wir uns nicht nochmal entwickeln. Aber besser als nichts. So. Orsadon. Ich finde es geil, dass es Orsadon einfach... Dass es Orsadon wie natürlich einfach auf der Seite der Zerg ist. Wow. Weiter wird uns das Schiff nicht bringen können. Mach die Rettungskapseln bereit. Vernichte die Kapseln, bevor sie starten. Sie dürfen Shakuras nicht erreichen. Nee, das dürfen sie wirklich nicht. Vernichtet. Aber das ist auch kein Problem. Da haben wir den nächsten. Oh. Wir müssen unseren Brüdern Zeit verschaffen. Sie machen mehr Rettungskapseln bereit. Vernichtet sie. Okay, das sind viele Rettungskapseln. Orsadon. Das Orsadon lebt gerade noch so. So, wo sind die nächsten? Da oben ist noch eins. 55 Sekunden. Wir gehen nicht stillschweigend in die Leere über. Und da oben ist noch eins. Was machen denn diese ganzen Viecher hier? Die sind irgendwie zurückgeblieben irgendwo mal. So, Angriff. Wobei hier haben wir noch 71 Sekunden, das ist noch ganz gut. Nein, mein Orsadon. Nein. Ich werde dich rächen. Wir werden niemals besiegt werden. Wir geben unser Leben für die Kala.
Ja, das werde ich. Stell dir mal vor, ich hätte diese Brutmuttern in jeder Mission irgendwie. Uns läuft die Zeit davon. Die können einfach von sich aus die ganzen Einheiten spawnen, und zwar so schnell. Ohne Frage. Es gibt kein Entkommen. Zerstört die letzten Protoss auf diesem Schiff. Das war's. Ich bin Liabra. Die Protoss sind nicht mehr meine Königin. Meine Königin, hörst du mich? Wir sind allein. Oh. Die Königin der Klingen hat uns ein Ziel gegeben. Die Vernichtung der Protoss. Wir bereiten uns vor. Wir werden wieder dienen. Das heißt, Niadra fliegt jetzt irgendwo im All herum und bereitet sich darauf vor, die Protoss zu vernichten, und wird sich die ganze Zeit entwickeln in dieser Zeit. Krass. Ich wusste gar nicht mehr, dass das so passiert. Aber Niadra ist zum Beispiel ja bisher auch noch nicht im Koop-Modus spielbar. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es noch passieren wird. Ja, und damit hätten wir auch Kaldir abgeschlossen. Reden wir mit Isha. Geschafft. Die Goldene Armada wird niemals erfahren, dass wir hier waren. Ich bin froh, dass diese Protoss nicht länger an Bord des Leviathans ist. Ihre psionische Präsenz war beunruhigend. Sie ist ehrenvoll gestorben. Beim Versuch, ihr Volk zu retten. Warum interessiert es dich, wie die Protoss gestorben ist? Ich töte jeden, der sich mir in den Weg stellt. Das bedeutet nicht, dass es mir Spaß machen muss. Selbst bei Arcturus Mengsk, meine Königin? Wird dir sein Tod keine Genugtuung bereiten? Halt den Mund, Isha. Doch sein Tod auf jeden Fall. Wir haben ja eine neue Evolutionsmission bekommen, und zwar von der Schabe. Und das werden wir gleich dann auf jeden Fall machen. Parasit in Protoss-Wirtskörper eingesetzt. Ja, was ist damit? Gerissen. Unorthodoxes Denken. Protoss nicht infizierbar. Aber als Wirt für Fremdkörper geeignet. Ursprung von Parasit unbekannt. Ich habe ihn erschaffen, Abatur. Du bist nicht der Einzige, der Sequenzen weben kann. Offenbarung. Werde weiterarbeiten. Ja, das, demnächst werden wir was Besseres zusammenschustern als du, Abatur. Schabengattung bereit für Anpassung. Forschungseinrichtung der Protoss entdeckt. Dortige Experimente nützlich für Weiterentwicklung des Schwarms. Muss erlangen. Protoss zerstören. Schwarm verbessern. Gattung Schlupfschabe oder Säureschabe. Mal sehen, was die so drauf haben. Ich bin bespannt. Ich bin bespannt mit einem Flitzbogen. Aber sowas von. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Das wäre dann übrigens die dritte von 7 Missionen. 7 Evolutionsmissionen. Planet Kantar. Verborgene Protoss-Einrichtung. Viele Protoss-Versuchsobjekte. Gefangener Skantipede, ansteckender Parasit. Nun, warum lassen wir ihn da nicht raus zum Spielen? Implantiert Parasiten in Wirt, bricht aus Leichnam hervor. Müssen Essenz erlangen. Protoss dürfen nicht zerstören. Gebt mir den Skantipeden. Ich brauche ihn. Töten Sie den Skantipeden. 900 Lebenspunkte, wow.
Und da haben wir seine Essenz. Essenz erhalten. Schaden mit parasitärer Sequenz verändert. Gattung Schlupfschabe. Implantiert Schabling als Parasiten. Bricht aus Leiche von Feind hervor. Greift an. Niemand darf überleben. Und das sind dann zwei Schablinge, die auch Schaden machen. Los geht's. Zerstört die Protoss. Ja, die haben aber eine Abklingzeit, okay. Lass die Schablinge den Feind zuerst angreifen. Tun sie ja ohnehin, weil sie offenbar Nahkämpfer sind. Nahkämpfer. Das ist easy und das ist ziemlich cool. Das hat schon was. Oh je, da kommen ziemlich viele. Sogar Immortals. Aber es sind einfach zu viele. Sehr, sehr cool. Protoss zerstört. Skantipeden-Essenz gesichert. Und der nächste Planet? Planet Melus 4. Umgebung für Steuerung von Evolution genutzt. Mikrobische Organismen pflanzen sich in Teichen fort. Generationen von Schaben befohlen zu verschlingen. Bei Mehrheit Organe versagen, sterben. Überlebende angepasst. Symbiotische Beziehung zu Mikroben gebildet. Neue Gattung, Säureschabe. Bereit für Befehle. Ich spüre Protoss in der Nähe. Testen wir diese neuen Schaben im Kampf. Säureschabe. Interessant finde ich übrigens, dass es bei allen Evolutionsmissionen... Säureschabe. Säurehaltiger Speichel überzieht Feind. Verlangsamt Bewegung, verlangsamt Angriffe. Es gab bis jetzt... Systeme versagen. Ich kann nicht... Okay, das ist mega... Das ist mega heftig. Alter, die Waffengeschwindigkeit ist ja unendlich verlangsamt. Wie heftig. Die können ja gar nichts mehr. So, erstmal schön die alle mit Säure bespucken. Zusätzliche Schaben treffen jetzt ein. Jo, danke. Ich sag gleich nochmal, was ich sagen wollte, wo ich wüst von Abathur unterbrochen wurde, also keine Angst. Monstrositäten! Ich kann mich kaum. Ja, ich meine, so können es auch meinetwegen drei sein, sie haben ja keine Chance. Krass. Säureschabe erfolgreich. Protoss vernichtet. Muss Sequenzen vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Es wird schwer, sich hier zu entscheiden, denn das sind zwei sehr, sehr starke Exemplare, muss ich sagen. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Wir haben also einmal die Schlupfschabe. Wenn Gegner, denen von Schaben Schaden zugefügt wurde, schnell getötet werden, erschaffen sie zwei Schablinge. Skantipeden-Essenz gesichert. Skantipede selbst uninteressant. Parasit im Inneren allerdings bemerkenswert. Sequenz ermöglicht Schabe Injektion von mikroskopischen Parasiten. Säurespeichel schmilzt. Fleisch. Ermöglicht Parasit, sich im Ziel einzunisten und zu wachsen. Bei Tod werden Schablinge freigesetzt. Brechen aus jeder verfügbaren Körperöffnung aus. Extrem effizient. Oder die Säureschabe.
Angriffe verlangsamen die gegnerischen Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeiten um 25%. Angriffe und Bewegungsgeschwindigkeit heroischer Einheiten werden um 20% verlangsamt. Toxische Aufnahme erfolgreich. Starke Schabenvariante adaptiert. Chemische Nebenprodukt von Mikroben verändern Bestandteile der Magensäure. Bewegungseinschränkende Wirkstoffe umhüllen Ziel der Schabe. Jede neue Schicht lässt ältere härter werden. Bewegungen und Angriffe werden verlangsamt, schwächt Gegner. Ich entscheide mich wohl für die Säureschabe. Ich meine, die Schlupfschabe ist auch cool, aber die Säureschabe ist einfach... Evolution abgeschlossen. Die macht gegnerische Einheiten ja im Prinzip fast nutzlos. Sondern kannst du sie auch leicht erledigen. Also das ist schon heftig. Was ich eben sagen wollte, ich fand es interessant, dass es bisher bei allen Evolutionsmissionen eine Möglichkeit gab, die dadurch gewonnen wurde, dass man irgendetwas in den Schwarm assimiliert, also ein Tier oder sowas. Und die andere war, dass die Zerg sich irgendwie an ihre Umgebung oder sowas angepasst haben. Das finde ich auch interessant. So, da hatten wir jetzt ja den adaptiven Panzer. Das ist auch erstmal okay. Ja, als nächstes müssen wir zu einem neuen Ziel reisen, nämlich nach Cerus. Cerus, die Wiege der Zerg. Weit entfernt vom Koprulu-Sektor, wohin sich noch kein Terraner je gewagt hat. Ihr müsst zu diesem uralten Ort reisen, Kerrigan. Lernt seine Geheimnisse kennen und eignet euch seine Macht an. Ich finde es sehr interessant, dass Ceratul uns hierhin schickt, aber er will eben, dass die Prophezeiung erfüllt wird und dafür fehlt Kerrigan vor allem eines. Macht. Viel Macht. Reisen wir deshalb zum Ursprung der Zergrasse. Nach Cerus, wo wir den Mutalisten und den Schwarmwirt bekommen werden. Auch auf Cerus dürften es wieder 3 Missionen werden. Und Ceratul ist wieder mit an Bord. Die Macht von Cerus führt euch hierher. Die Rache an Mengsk führt mich hierher. Diese Zerg werden mir helfen, Korhal zu zerstören. Cerus muss euch neu erschaffen, Kerrigan. Der letzte Krieg rückt näher und es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss gar nichts tun. Ich bin kein Spielball deiner Prophezeiungen. Aber werdet ihr alles tun, um eure Rache zu bekommen? Alles. Das wird reichen. Ja, der Lehrensucher. Dort können wir wahrscheinlich mit Ceratul reden. Wir sind nun hier auf Cerus. Und das wird sehr, sehr interessant. Allerdings werden wir das erst beim nächsten Mal machen, wenn es wieder heißt Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Seid mit dabei. Was haben wir eigentlich hier neu gekriegt? Eine Stufe. Wow, 20 Trefferpunkte. Holy shit. Ja, seid wieder mit dabei. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.